Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Ja, das ist natürlich wunderbar gemacht. Helix, das Ergebnis aus, oder die Sammlung von Abstergo und der Animus aus den, ersten Teilen. Wie hier unten, zum Beispiel den letzten Teil, den wir hier haben, Black Flag. Auch die ganzen anderen Teile sind hier überall vertreten. Schön zu sehen, aber erstmal sage ich Hallo und Willkommen natürlich zu Assassin's Creed Unity. Ich hoffe, wir erleben hier ein schönes Abenteuer im ersten reinen, ich sag mal, Current-Gen-Spiel für die PS4 von Ubisoft zu Assassin's Creed. Es soll sich grafisch deutlich abheben von den letzten Titeln. Ich lasse mich überraschen, wie das Paris des 18. Jahrhunderts, glaube ich, soll es sein. Soll kurz vor dem Jahr 1800, also 1700 irgendwas, soll es spielen. Ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Und damit starten wir doch mal mit die Tragödie des Jacques de Molay. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist, von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Jacques de Molays tragische letzte Stunden. Schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich drauf gespannt, ob das Spiel genauso fesselnd sein wird wie die anderen Assassin's Creed Teile. Für mich war Black Flag ja wirklich eins der besten. Für die meisten Fans aber, soweit man das zumindest mitbekommen hat, waren mit den ersten 3 Teilen, vielleicht auch nur die ersten 2, die besten Sachen oder die besten Spiele. Und jetzt gehen wir hier mal mitten rein. Da. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Ja. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. König Philipp geht schneller vor als erwartet. Sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassine. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen.
Familie erleben wir morgen nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Ordner. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Hut. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister. Geht! Ja, und da schickt uns der Großmeister des Templerordens ein Buch und ein Schwert zu Schützen. Erstmal muss ich aber ganz kurz in die Option hier die Steuerung umstellen, weil ich immer mit einer invertierten Y-Achse spiele. Finde ich persönlich besser. Aber okay, davon mal ab. Wir sollen also ein Buch und ein Schwert finden, es schützen vor den Assassinen, die uns angreifen. Ob wir damit den Templerorden retten können, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es tiefe Geheimnisse. Halt! Verdammt, ich muss irgendwie hinein. Die wir damit schützen sollen. Wir beeilen uns mal. Es kann ja nicht verkehrt sein. Und dadurch. Und wieder hier durch. Was war das? Da schreit einer. Scheint wohl von oben runtergefallen zu sein. Und wir klettern weiter nach oben. In Richtung Turmspitze. Dann sollen wir hier weiter hoch. Ah, erstmal wieder ein bisschen einspielen. Der wird halt schon eine ganze Weile her. Und da tötet ein Assassine eine Wache, die hier oben war. Und wir sollen hier runter. Dann tun wir das doch mal. Der Turm. Sie haben den Turm gestürmt. Sie waren. Und sie haben das Buch, so wie es scheint. Zumindest sah es aus der Entfernung so aus. Als hätten sie das Buch. Los, komm, hoch hier. Und da ist der Assassine. Verfolgen wir immer fix. Gesprungen aus dem Heuwagen. Die komischerweise überall immer rumstehen, wo auch die Assassinen sind. Und er versteckt sich im Rauch. Wo ist er hin? Er hat uns gefunden. Genau, nicht so gut funktioniert, aber jetzt. Dann schlagen wir jetzt mal zu. So weichen wir aus. Autsch. Ja, ich bin leicht eingerostet. Seit dem letzten Assassin's Creed ist ja schon eine ganze Weile her wieder. Und boah. Geblitzdings worden. Schnell hinterher, da vorne läuft der. Wir müssen ihn kriegen. Er darf nicht mit dem Buch entkommen. Boah. Noch ein paar Schläge hinten drauf. Und nochmal. Einmal geblockt und weiter geht's. Und da haben wir ihn. Da ist das Schwert. Das ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde. Würde ich doch gerne behalten. Und das Buch. Und jetzt gucken wir, dass wir es schnell in Sicherheit bringen. Hier wird es versteckt. In einer Gruft, Krypta oder was auch immer es sein soll. Vom Templerorden. Ich bin ja mal gespannt, ob wir diesen Ort in diesem Spiel noch einmal besuchen werden. Und das schöne Schwert bleibt leider auch hier. Auftrag erfüllt, würde ich mal behaupten. Da ist unser Großmeister, wird abgeführt.
Und wir sterben direkt einmal zu Beginn des Spiels. Und da bricht das Ganze ab. Erst einmal, hat das irgendwas gebracht? Wir werden es erfahren. 7 Jahre später geht's weiter. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Die Tempelritter. Ja, lass einen Templer. Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anfängt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlungssystemen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16 B13 I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Also, der Templerorden vernichtet. Und hier treffen wir auf eine gute Frau, die sich irgendwie zu uns reingehackt haben muss. Wir sind an irgendeinem Ort. Ich weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir das auch noch später. Auf jeden Fall will sie gegen Abstergo vorgehen. Abstergo, die die Geschichte kontrollieren wollen durch Erinnerungen von uns. Na, ich bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht ist sie ja selbst von Abstergo. Aber erstmal werden wir in die erste Sequenz geladen nach Versailles am 27. Dezember 1776. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Arno, unser Hauptcharakter in diesem Spiel. Zumindest soweit ich das verstanden habe. Hier noch als Kind begleitet sein Vater irgendwo hin. Und wir sind nicht alleine. Tja, der Vater sagte uns, keine Abenteuer. Aber schon als Kind scheint er doch vom anderen Geschlecht verführt zu werden. Also, ey, mal kurz die Grafik genießen hier, die wunderbar aussieht, muss ich sagen. Schöne Lichteffekte. Aber jetzt folgen wir erstmal dem kleinen Mädchen. Meine Frau.
Alter, nicht so. Ich war das nicht. Jetzt läufst du auch da lang, wo ich lang renne. Mann, Mann. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Verführt zum Spiel natürlich. Und hier hin. Ich wette, du klaust keinen. Wie? Jetzt soll ich für dich auch noch was klauen? Na, ganz toll. Ein Apfel. Ja. Immerhin gesund. Leg ihn zurück. Oha. Unterbrechen Sie den Sichtkontakt, um einen letzten bekannten Aufenthaltsort zu erzeugen. Ach, Mist. Ja, was machen wir das doch mal. So, er sieht mich nicht mehr. Die Wache läuft zu unserem letzten Aufenthaltsort. Aha, dahinter habe ich noch gesehen. Faszinierend. Dann rennen wir hier mal weiter. Wenn das Symbol über den Kopf eines Gegners gelb füllt, wird er misstrauisch. Wenn es komplett rot gefüllt ist, wird er angreifen. Gut, das zu wissen. So, ich bin hier versteckt. Und damit... Oh. Kommen wir jetzt durch das Tor hier durch und können mit dem kleinen Mädchen sprechen. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Und da glaubt doch tatsächlich der kleine Arno, dass die ganzen Wachen ihn jetzt wegen einem Apfel suchen. Wir verlieren sie. Der arme Kleine. Ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinflusst. Was ist denn hier los? So viele Menschen. Elise. Vater? Komm her, Kid. Sofort. Vater? Da schaut er auf seine Vatersuhr. Was ist hier los? Was ist passiert? Oh Mann, da beginnt das Spiel mit dem Tod seines Vaters. Ein tragischer Verlust für ihn. Was ist jetzt mit ihm passiert, ist die Frage. Konnte er das Ganze gut verkraften oder eher nicht? Wir werden es wohl jetzt gleich erfahren, was danach passiert ist. Sowas ist aber natürlich immer eine sehr prägende Erfahrung. 13 Jahre später, die Uhr ist da. Du kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dieses Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Marischal. Warte doch mal. Ja. Ich
Und das alles wegen einer Uhr, aber einer für ihn sehr wichtigen Uhr. Es ist sein letztes Andenken an seinen Vater, an die letzten Momente. Jetzt geht doch mal weg hier. Ich will hier durch. Und dann mal hier drüber und runter und wieder drüber. Folgen, dass wir unsere Uhr wiederbekommen. Komm her, ich stelle da wie du. Entschuldigung, ich will einmal vorbei. Danke. Vorsicht, ich bin's. Und hier durch. Und da vorne läuft er über den Marktplatz oder was das hier ist. Weg da. Und da haben wir ihn. Ein dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal. Okay, und weiter in die wilde Fahrt. Schnell weiter. Hinterher, der Kerl ist ein Dieb. Aus dem Gebiet fliehen und anonym werden. Das werden wir noch irgendwie hinkriegen, ganz bestimmt. Ein kluger Mann weiß, wann er aufgeben muss, Victor. Und weiter geht's. Über die Dächer dürfte es doch am einfachsten gehen, denke ich mal. Hallo, lauf weiter. Und weiter geht's. Und hier sind wir anonym zumindest geworden, jetzt erst einmal. Klettern wir mal nach oben hier an der Stelle. Und nun sind wir auf den Dächern von Versailles. Hoffen wir mal, dass es schnell endlich weitergeht hier. So. Und nun haben wir dort unser nächstes Ziel zum Anwesen von Delacerre. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Ich würde dann doch den kürzeren Weg hier lang nehmen. So. Einmal aufs Dach hier. Und weiter. Guten Tag. Hallo, Madame und Monsieur. Ja. Schöne belebte Stadt, muss ich schon sagen. Und da wären wir. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welche Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Maréchaussee auf mein Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal? Das siebte? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Und damit wäre die erste Erinnerung abgeschlossen. So wie es scheint, sind wir bei dem Vater von Elise, dem kleinen Mädchen, was am Anfang uns dazu verleitet hat, den Platz zu verlassen, untergekommen, wurden adoptiert und hat uns scheinbar großgezogen. Ja, da machen wir an der Stelle doch mal weiter. So sieht's also hier aus. Hier sind wir angekommen. In diesem Gebäude, wo wir wahrscheinlich leben. Ein ziemlich großes Anwesen. Hier haben wir eine Truhe. Was finden wir denn in der Truhe?
Wir finden 100 Franc oder was immer das auch sein mag. Können hier sogar rausgucken aus den Fenstern. Richtig schön gemacht. Ja, was gibt's sonst noch? Also, nun erwachsen, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt wir sein sollen. Ich schätze mal so um die 20 rum, dasselbe dürfte auch für Elise dann gelten, die wir ganz bestimmt auch irgendwann wiedersehen. Und unser Hauptcharakter scheint nicht auf den Mund gefallen zu sein. Ja, was haben wir hier vorne noch? Da vorne sieht auf der Karte noch eine blaue Truhe. Hier vorne links wäre die nächste Mission. Die Generalstände. Da gehen wir aber noch nicht hin. Ich guck mal kurz, was die blaue Truhe hier bedeutet. Tipps. Spielen Sie Normit Missionen in der App des Assassin's Creed Unity Companion, um diese Truhe zu öffnen. Ja, gut, das sind diese neuen Features, die Ubisoft unbedingt einbauen wollte, was ich jetzt nicht so toll finde, dass man gezwungen wird, auch abseits der Konsole oder des PCs, je nachdem, worauf man gerade dieses Spiel spielt, auch noch andere Sachen machen muss und die Konten verbinden muss. Nun ja, also, das war die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an Assassin's Creed Unity. Wir schauen in der nächsten Folge, wo wir weitermachen. Wahrscheinlich erkunden wir erstmal ein wenig die Stadt Versailles. Und dann gehen wir auch irgendwann wahrscheinlich direkt die nächste Mission an. Aber bis dahin sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed Unity. Auf Wiedersehen!